Als wir eintrafen, standen drei Trockner bzw. Waschmaschinen im Untergeschoss im Vollbrand. Eine Tür war angelehnt, von daher konnten wir durch diese Tür auch den Löschangriff vornehmen. Mit einem Strahlrohr ging dann eben ein Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand auch relativ schnell ablöschen. Im Erdgeschoss befand sich eine ältere Dame sowie drei Hunde. Die ältere Dame wurde dann anschließend im DRK übergeben und ist jetzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. Für die drei Hunde wurde die Tierrettung alarmiert, die Hunde wurden dementsprechend durchgecheckt. Ein Hund wurde mit Sauerstoff versorgt, aber wurden jetzt den Besitzern quasi übergeben. Wir räumen jetzt soweit noch den Brandraum leer, dort befinden sich noch mehrere Gefahrgüter. Anschließend wird die Wohnung nochmal begangen und dann den Besitzern übergeben. Das Untergeschoss war einmal komplett verraucht. Wir haben es dann mit einem Lüfter belüftet. Aus unserer Sicht ist es erstmal nicht bewohnbar. Das Erdgeschoss war soweit okay. Von daher können sich die Anwohner jetzt im Erdgeschoss aufhalten. Alles Weitere muss man dann eben im späteren Verlauf sehen. Auch die Elektrik muss einmal überprüft werden. Im Einsatz wurden alarmiert wir, Feuerwehr Lichtenwald, und zur Überlandhilfe die Feuerwehr Reichenbach.